Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und direkt bevor es mit dem Video richtig losgeht, ein riesen Dankeschön an euch für das geile Feedback beim Real Talk-Video, aber auch bei dem Das Geheimnis gegen Pay-to-Win-Video, mein erster Teil von der kleinen Miniserie, die jetzt kommen wird, hat mich mega gefreut, dass es so gut angekommen ist, dass euch das so geholfen hat. Das war nämlich mein Ziel. Und ja, das freut mich richtig. Also ich bin sehr gespannt auch auf die nächsten beiden Teile. Die kommen in Kürze. Heute kommt ein etwas anderes Video, nämlich ein Update zu meiner aktuellen Formation, meinen Taktiken, Anweisungen und alles, was ich zurzeit spiele. Denn unter dem neuesten Video kam eben auch die Frage, Mirza, was für eine Formation spielst du denn gerade? Was ist deine aktuelle Taktik? Und im Stream seht ihr es zwar immer mal wieder, aber ich möchte das jetzt mit einem aktuellen Video herzeigen und vor allem auch generell bei jeder einzelnen Formation. Darum soll es heute gehen und natürlich auch mein neues Team euch zu zeigen, mit dem wir am Wochenende spielen werden. Sehr geil. Die Mannschaft. Na, ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Kurzer Hinweis, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid, Leute. Falls ihr mir auf Instagram oder so noch nicht folgt, also auf Facebook, Twitter beispielsweise, ihr findet unten in der Beschreibung die Links dazu. Also gerne vorbeischauen, falls ihr Instagram zum Beispiel habt. Gerne ein Follow da lassen, Support ist kein Mord da. Halte ich euch immer auf dem Laufenden, bevor überhaupt solche Videos rauskommen. Dann wisst ihr, was passiert. Vor allem auch für zukünftige Streams und so weiter. Gerne vorbeischauen und natürlich hier auf YouTube die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Das wollte ich auf jeden Fall loswerden. Aber jetzt stürzen wir uns auch direkt in das Getümmel, Leute. Schauen wir mal die Mannschaft an. Ja, der Mannschaft. Eigentlich sollte es der Mannschaft heißen. Aber der Umlaut kann man nicht verwenden. Deswegen die Mannschaft. Und das ist das Team, Leute. Ein sehr geiles Team, mit dem wir am Wochenende spielen werden. Ich freue mich mega darauf. Denn wir haben das Team gemeinsam im Livestream gebaut, Leute. Es gab nur eine Voraussetzung von mir, war eben, dass ich Robbery spielen möchte und Thomas Müller. Und den Rest haben wir gemeinsam zusammengebaut und das ist daraus geworden. Also ich bin echt gespannt. Wir haben nur ein Game gemacht in Division Rivals. Das hat sich so geil gespielt. Egal, wo ihr hinpasst, ein mega Spieler. Und ich hatte so viel Spaß und ich bin gespannt, wie das in der Weekend League abgehen wird. Also da unbedingt auch auf dem Laufenden sein, Leute. Und gerne einschalten. Also das ist das Team. Und auf der Bank haben wir hier nochmal Ibrahimovic, Klose, Prime und Komor bzw. Wischa, also die werden dann noch kommen. Ich habe zusätzlich noch Kruse und Schulz jetzt vorhin gezogen bei den Food Champions Player Picks. Ich weiß nicht, inwiefern man die mit einbauen kann. Kruse vielleicht als Supersub, Schulz vielleicht direkt als Linksverteidiger für Heisenberg. Und der passt aber von der Chemistry her nicht mit Upamecano. Der wird dann halt eben nicht volle Chemie haben. Auf jeden Fall ist das das Team, Leute, mit Lehmann, Prime im Tor. Laporte, Tots, Kimmich, auf den bin ich auch sehr gespannt. Upamecano, dann Heisenberg. Robbery auf den Flügeln, Bernardo Silva, der ist eine Maschine im Mittelfeld, Leute. Dann Vieira Prime ist der einzige von den Icons, der hier, also den ich früher verwendet habe, der jetzt hier halt eben mitspielt. Wir wollten eigentlich Goretzka Team of the Season, aber das hätte lang gedauert und bis wir das machen und so, haben wir jetzt einfach mal Vieira reingepackt. Und dann Thomas Müller, Flashback und Podolski Flashback. Das wird so geil, ohne Scheiß. Also ich bin so gehypt drauf und ich will Top 100 holen mit dieser Mannschaft. Top 100, Elite 1 Minimumziel und Top 100 ist eigentlich das absolute Ziel, was ich mir auch zutraue, weil ich denke, dass ich spielerisch gerade auf einem absolut heftigen Level wieder bin. Seit ich mit diesem 500k-Team gezockt habe, Leute, also ich bin echt, es hat mich so verbessert noch, ja, diese mit dem schwachen Team ging, das ist so krass, also ich fühle mich sehr stark, immer gespannt. Aber kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Hauptteil dieses Videos. Jetzt gibt es mal ganz kurz für euch die ganzen Formationen, die ich spiele, die Taktiken zu den Formationen und die jeweiligen Anweisungen und wann, zu welcher Zeit ich switche auf die jeweiligen Formationen, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Also, das ist nicht die Hauptformation, die ich zocke. Das ist nur, damit ich volle Chemie habe. Also, so gut es geht. Bernardo Silva hat 8 Chemie. Also, wir gehen mal auf individuelle Taktik. Und die 4-4-2 flache 4 ist meine Hauptformation, mit der ich immer zocke. Mit der ich auch das Video gemacht habe, das Geheimnis gegen Pay-to-Win. 4-4-2 flach. Und das hier ist meine individuelle Taktik. Also ihr seht einmal Defensivstil zurückfallen lassen und Offensivstil Ballbesitz. Zurückfallen lassen habe ich in dem Fall, damit meine Abwehrspieler nach hinten sich eben zurückfallen lassen und nicht automatisch pressen. Ich möchte nämlich selber pressen. Ich verteidige in letzter Zeit deutlich aggressiver, aber ich möchte das alles selbst steuern. Wenn ich jetzt Pressing nach Ballverlust spiele oder irgendwas anderes, ja, Druck nach Fehlern oder so, dann fangen die Spieler manchmal selber an zu pressen. Und wenn sie selber pressen, reißen sie auch Lücken selbst auf. Und das möchte ich nicht. Ich möchte alles selber kontrollieren. Deswegen habe ich bei Tiefe mehr, ja, über die Hälfte. Dementsprechend ist zwar zurückfallen lassen, aber sie stehen höher und ich kann besser pressen, ja, und aktiver verteidigen.
Das sieht es defensiv zum Beispiel aus. Und hier Ballbesitz, damit ich selbst alles auch kontrollieren kann, damit meine Spieler mir nicht davonlaufen. Also ihr seht, bei mir ist es super wichtig, absolute Kontrolle zu haben im Aufbauspiel. Nicht, dass sie mir davonrennen mit ausgeglichen. Ich will immer absolut Kontrolle. Breite 1 über die Mitte und Spieler im Strafraum noch mehr, damit ich eben dann dort gefährlich kombinieren kann, ja, damit sich mehr Leute in den Strafraum noch rein kombinieren. Und das ist da in dem Fall etwas höher, der Wert, hier bei 3 von 5. Das ist die individuelle Taktik. So sieht's aus, ja, bei meinem allerersten. 4-4-2 flach. Die Anweisung hierher, also zu dieser Formation, sieht so aus. Hinten alles gleich, ja, nichts umgestellt. Dann haben wir bei den Flügelspielern defensive Verstärken, Abwehr überlaufen und das gleiche bei Ribéry natürlich auch, bei beiden Flügelspielern. Defensive Verstärken, Abwehr überlaufen. Aus dem Grund, sie kommen erstmal ein bisschen zurück. Und wenn ich den Ball erobere, kann ich sauber aufbauen. Wenn die auf vorne bleiben haben, stehen sie mir zu weit vorne. Und bei Mittel, ja, sind sie auch manchmal zu weit vorne. Bei defensive Verstärken unterstützen sie. Und ich kann selber alles kontrollieren mit L1-X-Pässen. Deswegen habe ich das immer mal gerne. Der rechte ZM hat hinten bleiben und Mitte abdecken. Der linke ZM hat genauso wie es ist. Also abgesehen mit Mitte abdecken und sonst nichts. Also auch kein Hintenbleiben, ja, nur Mitte abdecken, der linke ZM, also der geht einen Tick offensiver, ne? Dann die beiden Stürmer haben Abwehr überlaufen und defensive Verstärken, ja, auch damit sie ein bisschen zurückkommen und ich sie etwa dann mit Ballbesitz nach vorne schieben kann und je mehr sie zurückkommen, desto früher kann ich sie anwählen und auch selber aktiver verteidigen. Deswegen war es mir immer wichtig, zurückzukommen. Also es ist jetzt nicht so, wenn ihr jetzt seht zum Beispiel, oh, alle erlauben defensive Verstärken, da hinten ist Beton, das ist aber hier nicht, ne? Das heißt, ich kann hier erstmal kommen sie ein bisschen zurück, aber ich will sie immer an und attackiere ab der Mittellinie da vorne. Und die Gegner kommen dann schwer durch. Also das sind die Anweisungen und die individuelle Taktik zu meiner Hauptformation 4-4-2. Ich möchte das jetzt so für euch auflisten, damit es wirklich am anschaulichsten ist. Gehen wir jetzt vom besten Szenario aus. Sagen wir, ich spiele und ich führe 1-0, 2-0 und das Spiel läuft. Und wir kommen jetzt ungefähr bis zur 75. Spielminute. Was mache ich dann? 75. bis 80. Spielminute wechsle ich auf meine andere Formation, nämlich auf meine Betontaktik. Ja, die kennt ihr noch von früher. 4-3-2-1, meine Betontaktik. Diese Formation schmeiße ich rein, wenn ich verwalten möchte. 75. bis 80. und dann ist hinten Beton. Die Taktik, seht ihr, ist gleich geblieben. Ich habe da nichts verändert. Es liegt einzig und allein an den Anweisungen. Die Anweisungen nämlich hier, alle drei ZMs bekommen hinten bleiben und Mitte abdecken und vorne bekommen alle Spieler nach Defensive verstärken, die Flügelspieler bekommen nach außen ziehen und Abwehr überlaufen und der Stürmer bekommt nur Abwehr überlaufen. Aber alle bekommen Defensive verstärken. Das heißt, alle kommen sie nach hinten und mit 4-3-2-1 ist hinten Beton. Das mache ich 75. bis 80. wenn ich führe. Okay, meine zweite Formation. Die defensivere Variante. So, gehen wir davon aus, jetzt, ich spiele, es steht 1-1 oder 0-0 und es ist schwierig, ein Tor zu schießen und ich merke, boah, es wird schwer und das Spiel nähert sich irgendwie dem Ende und ich muss irgendwas verändern. Oder ich merke es recht früh, dass es nicht läuft und es steht unentschieden, dann gehe ich auf meine zweite Main-Formation, das ist nämlich die 4-2-3-1. Ja, das passiert entweder ab der Halbzeit oder entweder vielleicht schon 35. wenn ich merke, es läuft gar nicht, oder ich merke, es ist fast Ende oder es ist Verlängerung und ich will jetzt für eine Überraschung sorgen, aber trotzdem kompakt stehen. Dann wechsle ich auf 4-2-3-1, um den Gegner nochmal ein bisschen zu überraschen. Je nach Gefühl, Leute. Manchmal steht es auch 0-0 oder 1-1, aber ihr spürt eigentlich, dass ihr besser seid. Dann würde ich nicht viel ändern. Versteht ihr? Müsst ihr nach Gefühl beurteilen. Hier ist auch die Taktik komplett gleich. Habe ich einfach übernommen von meiner 4-4-2-Formation. Die Anweisungen sind jedoch anders. Und zwar hinten alles gleich, ja, ausgeglichen. Dann Vieira bekommt Passwege zustellen, hinten bleiben und Mitte abdecken. Und Bernardo Silva in dem Fall hier Passwege zustellen, Mitte abdecken und nach vorne orientieren. Ja, das heißt, hier ein Defensivmann soll ein bisschen mehr nach vorne machen. Ja, das heißt, der hat jetzt hier nicht nach hinten bleiben, sondern der kann ein bisschen mehr nach vorne machen. Dann haben wir vorne, der ZOM bekommt defensive Verstärken. Die beiden Flügelspieler bekommen ebenfalls defensive Verstärken. Ihr seht es. Und der Offensivspieler Abwehr überlaufen und auch defensive Verstärken. Das heißt, die kommen auch alle zurück. Aber aufgrund von der 4-2-3-1-Formation, ähnlich wie bei der 4-4-2-Formation, stehen die Spieler grundsätzlich höher. Dementsprechend steht ihr nicht hinten drin, sondern ihr presst schon Mittellinie und ihr könnt gut Druck aufbauen. Vor allem, wenn ihr aktiv verteidigt. Dazu kommt ja noch ein Tutorial. Ne? Das ist eins von dieser kleinen Miniserie. Ein Defensiv-Tutorial wird noch kommen. Da zeige ich euch das nochmal ganz genau. Dementsprechend ist nur bei der 4-3-2-1-Formation extrem weit zurückfallen lassen. Bei den anderen stehen sie weit höher, vor allem bei 4-4-2. Ja? Das ist die 4-2-3-1-Formation. Dann bleibt noch eine einzige und das ist, wenn ich in Rückstand liege. Wenn wir in der 75. Minute
in Rückstand sind und ich merke, es wird schwierig, dann gehe ich spätestens ab der 75. in die Dreierkette. 3, 4, 1, 2 und hier sind die Anweisungen anders, also die Taktik erstmal. Ausgeglichen, ausgeglichen, das heißt, ich gehe jetzt schon mal riskanter, weil es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch höher bei der Tiefe, ja, ihr seht es, 2 über die Mittellinie und hier ist alles gleich geblieben eigentlich. Ja, aber hier bin ich höher gegangen und ausgeglichen, ausgeglichen ist schon mal deutlich riskanter. Die Anweisungen hier sind in dem Fall, die beiden Flügelspieler bekommen Abwehr überlaufen. Hier kommt also grundsätzlich kein defensive Verstärken mehr. Ich brauche ein Tor. Beide Flügelspieler Abwehr überlaufen. Die Mittelfeldspieler bekommen gar nichts. Die bleiben so, wie sie sind. Der ZOM in dem Fall bekommt vorne bleiben und die beiden Stürmer Abwehr überlaufen. Das heißt, pure Offensive. Wir brauchen ein Tor. Das sind meine 4 Varianten in puncto Taktik und in puncto Formationen und somit bleibe ich immer variabel und kann zu jeder Zeit mich irgendwie anpassen und das Spiel gewinnen. Kommen wir noch ganz kurz zu den Supersubs. Ja, vielleicht stellt ihr euch die Frage, wann soll ich die am besten einwechseln? Ihr habt bei mir vielleicht gemerkt, dass ich gerne zur Halbzeit 2 frische Spieler bringe. Ja, das hat den Grund, dass sie danach, die 2 frischen Spieler, eine ganze Halbzeit lang schneller und spritziger sind als die gegnerischen Defensivspieler. Das ist so, Leute. Habt ihr schon mal einen Flügelspieler gebracht in der 45. oder 2. Halbzeit am Anfang und dann habt ihr immer den geschickt? Ihr merkt, wie er immer am Flügel vorbeikommt. Der hat eben mehr Ausdauer, weil er frisch ist. Deswegen bringe ich 2 von denen, einmal einen Stürmer, in dem Fall wäre das zum Beispiel einmal Ibrahimovic und einmal Coman, oder seien es jetzt 2 Stürmer, es spielt keine Rolle, kommt drauf an, wie ihr das macht. 2 Leute bringe ich gerne zur Halbzeit und danach noch einen frischen ab der 65. Minute ungefähr. Dann habe ich die 3 Reserven aufgebraucht. Besser früher als später, Leute, weil ihr habt dann länger Zeit, um die frischen Spieler effektiv zu nutzen. So kommt es mir zumindest vor und so mache ich es lieber, als dass ich dann 70 Minuten spiele und danach wechsle ich am Schluss ein. Ich will sie lieber länger einen Zeitpunkt nutzen, damit ich mehr Vorteile daraus ziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber im Endeffekt ist das auch wieder so eine Gefühlssache. Ja? Einfach probieren und schauen, was für euch am besten passt. Ich habe euch jetzt hier eben meine Formationen und Taktiken und so weiter gezeigt zu dem ersten Teil, das Geheimnis gegen Pay-to-Win. Wenn euch dieses Video gefallen und natürlich geholfen hat, dann zeigt mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. My friends, ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 19 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und bald FIFA 20 natürlich. In der Beschreibung findet ihr, wie bereits vorhin erwähnt, meine Social-Media-Kanäle. Gerne vorbeischauen, Leute, und ein Follow da lassen. Support ist kein Mord. Facebook, Twitter, aber vor allem Instagram, da bin ich am aktivsten, my friends. Vor allem mit vielen Stories und Nachrichten beantworten. Und schreibt gerne ins Kommentarfeld, ob euch das gefallen hat, was ihr noch so sehen wollt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall generell für die Unterstützung. Ihr seid einfach die Geilsten. Ich liebe das hier. Das war's für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.